Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Survival. Mein Name ist Dr. Skill, schön, dass du wieder eingeschaltet hast in der heutigen Folge, wo ich mir erstmal Wolle. Dafür, dass ich hier schon ein bisschen roten Farbstoff habe und die ganzen Leuchtturmgeschichten noch bauen wollte und so weiter und so fort. Uiuiui. Stark. Ansonsten wird die Folge auch wieder parallel gelivestreamt. Hier war ich glaube ich noch nicht. Ne, hier lädt die Welt gerade immer. Ja, es ist das erste Mal, wenn ich hier in die Welt reinkomme. Ich glaube, das liegt an den ganzen Mobs. Genau. So, genau. Aber ansonsten, ja, ich weiß, meine Steinsachen sind immer noch in der Kritik, auch in den Kommentaren. Aber ich brauche nicht mehr momentan. Es funktioniert. Funktioniert einwandfrei bis jetzt. Ich hätte sogar eine Eisenaxt. Die könnte ich mir mal mitnehmen. Ansonsten, ich hatte doch irgendwo mal 3 Scheren gemacht. Immer wenn ich meine Schere nicht finde, mache ich eine neue und ärgere mich dann, dass ich sie dann wieder gefunden habe. Komisch. Ne, hier ist keine. Da ist Erde drin. Habe ich echt keine mehr. Ich sehe schon wieder, ich mache mir eine und dann finde ich sie. Das wäre so der Klassiker. Ist okay, ich mache das jetzt einfach mal so. Ich nehme sie jetzt einfach mal mit. So, dann einmal hier kurz die ganze Wolle mitnehmen. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Ich bräuchte einfach noch mehr wie 20 rote Farbe, aber kann ich jetzt auch nicht ändern. So, dann einmal hier kurz durch. Da ist noch mehr. So, da auch und da hinten ist noch ein Schaf. Boah, die Schärfe blocken aber auch einen gut weg. So, jetzt glaube ich, habe ich alle, oder? Ja, sieht gut aus. Ich würde die Schere noch kurz wieder aufräumen. Die eine Wolle kann ich noch mitnehmen. Stark. Gut, dann wieder in diese Richtung. So, ich mal Eichenholz habe ich auch gefarmt. Oh ja, ich kann ein bisschen bauen, die Folge. Ah, das ist ja wenigstens spannend. Dann sieht man mich nicht die ganze Zeit irgendwelche Blöcke kloppen. Sondern auch wie was vorangeht. So, Kernplan ist oder war oder soll es gewesen sein, da unten doch diesen Leuchtturm in die Ecke reinzubauen. Ich finde es aber echt krass, wie das von hier unten aussieht, ne? Mit diesen ganzen Holzstufen. So. Ja, die Frage nochmal im Chat, warum du Stein tust. Weil ich es kann, weil es funktioniert. Funktioniert einfach. Könnten auch Eisentools machen, aber irgendwie, ich bin da. Ich verbrauche einfach zu viel. Ich glaube, das ist das Kernproblem. So, jetzt ist die Frage. Ah, das ist hier doof. Das muss auch nochmal getauscht werden. So, mache ich das immer so Schicht für Schicht oder mache ich so 3? Mal dann irgendwie so. Und dann könnte da eine weiße Schicht obendrauf. Gerüst habe ich auch dabei, gut. Also dann quasi hier so. Ah, da nicht, okay. War erstmal hier kurz rum. Versuche einfach mal so einen Dreierstreifen zu bauen. Ich glaube, das könnte. Ich hoffe, es sieht gut aus. Ich brauche dann auf jeden Fall nochmal mehr rote Wolle. Und dann oben könnte ich mir einfach ein Beacon vorstellen. So, Fallschaden ist okay. Das mal weg hier. Wie sieht denn das im ersten... ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel weiß, oder was meint ihr? Ich glaube, so 3 rot, 2 weiß. 3 rot, 2 weiß, vielleicht. Auch mehr rote Wolle. Um es mal so auszudrücken. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird das besser sein. So, das heißt, ich mache erstmal hier die Stufen noch fertig. So, dann mache ich erstmal hier. Ja, aber es sieht schon nicht so gut aus. Es könnte vielleicht noch gut werden, ja, aber da bin ich mir jetzt auch nicht zu 100% sicher. So, und aktuell platziere ich auch die Blöcke alle ein bisschen doof, aber das kann ich dann nochmal schnell ausbessern. So, stark. Einzelnes Loch ist geblieben, so. Okay. Dann hier auch nochmal so schnell. Super. Und ich habe noch mehr hiervon. Stark. So, wir kommen auch wieder an alle Neuen im Stream. Das ziehe ich mal hier so weit dadurch.
Okay, und hier wollte ich das so enden lassen. Macht das Sinn? Ja, es könnte Sinn machen. Wird auf jeden Fall gerade Nacht. Das ist doof. Nee. Ich glaube, es ist cool, wenn ich das so mache. Mach mal hier so einen Block rum, weil dann ist das von der Höhe nicht so ergreifend. Ich bräuchte nochmal mehr Blöcke und ich glaube, ich kann mal das Bett mit vornehmen. Bin, glaube ich, eh immer... Da mache ich mir einfach ein neues. Ich mache mir einfach schnell ein neues. Wäre dann auch schon wieder egal. Muss ich nicht so viel gehen. Ich habe an mehreren Orten einfach mal kurz so einen Schlafpunkt. Geht ein bisschen schneller. So, cool. Dann hier wieder so. Und mehr Stufen bauen. So, das sollte dann hier so sein. Hier muss ich dann noch gucken, wo ich den Absprung mache. Hier quasi, wo dann das aufhört und ich noch weiter ausgleichen muss. Wird sich aber sicher auch noch ergeben. So, auch willkommen auf dem anderen Chat. Wow, es ist ja multitasking-mäßig. Plattformübergreifend. Ich baue aktuell, nur mal kurz zum Zusammenfassen, irgendwie, ich weiß es gar nicht, irgendwie hier so eine Burg. Also das ist irgendwie dieses Burggelände. Da ist ja vorne so dieser Eingang, ist ziemlich klein, aber hier draußen das ganze Zeug wird größer. So, ist das jetzt wirklich passiert, dass er das, wenn ich jetzt hier oben drauf blockiert, ne, das ist unten drauf. Da ist es oben. Ah, interessant. Wird, glaube ich, auch noch nie passiert. Super. Sehr interessant. Okay, das dann mal hier so. Ach, den Erdhügel muss ich wegtragen wahrscheinlich. Ja. Spaß. Genau, ansonsten parallel. Also die Info an euch alle. Ihr könnt jetzt schauen, wo ihr wollt. YouTube, Twitch läuft beides parallel. Gleicher Inhalt. Bloß unterschiedliche Plattformen. So, ich baue das mal hier so rüber. Dürfte gut sein. Jetzt habe ich auch noch genügend Erde da, um das hier aufzufüllen. Aber auch eine interessante Schlucht hier. So, und ich baue sie einfach mal zu. So, bin mir noch unsicher, wie ich diesen Hügel hier nutze. Ob ich diesen Hügel nutze und wie ich ihn dann nutze. Man kommt hier rüber, aber hier ist eigentlich ja, noch nichts. Noch ist dann nichts. Vielleicht mache ich das irgendwie hier zu. Weiß ich nicht. Genau, ansonsten, ich kann ja hier mal meine Idee teilen. Plan ist es hier eine... Ich habe meine Hände gerade oben und mir ist aufgefallen, ich sehe das gar nicht. Eine Treppe zu bauen, die auf zwei Wegen, also die eins hochgeht, dann zick, zack, zack und dann hier oben auf eins wieder endet. Hört sich erstmal komisch an, soll dann cool aussehen. Macht, glaube ich, auch null Sinn, wenn man es nur hört. Aber wird am Ende hoffentlich cool aussehen. Soweit so cool. Genau. Ja, ansonsten schaue ich mal. Sollte auch eigentlich nicht mehr so nach Skyblock aussehen. Ist das nicht geändert? Schaue ich dann gleich mal nach der Folge. So, das hier soweit. Top. Die Fläche aufgefüllt. Hier weiß ich es halt wirklich noch nicht, wie ich es am besten mache. Und hier soll dann die Treppe entstehen. Die dann von da unten nach oben führt. Heißt, ich möchte hier eigentlich einen Fall haben. Dass es hier so ein bisschen runterfällt. Hier kann ich mal so anfangen. Mache ich mal hier so. Baue einfach mal wieder einfach wild drauf los. Funktioniert ja manchmal am besten. Das so, das so. Das dann auch noch so. Ja, irgendwie so. Okay. Dann die Blöcke hier auch noch ein bisschen anpassen. Und das Zeug hier oben anpassen. Ja, stark. Ist auf jeden Fall nicht wenig, was hier noch zu anpassen ist. So, nochmal zwei neue Stacks. Das dann hier nochmal voll an Stufen. Da muss ich auch noch schauen, wie ich das hübscher baue.
Aber es geht eigentlich gut voran. So. Ja, das passt. Dann hier auf eine Stufe weiter runter. Erde anpassen. Da ist gerade was runtergefallen, kann das sein? Hat das was gedroppt, was auch immer ist? Da oben. Moment. Baut das nicht oder springt er nicht? Komm. Komm. Ja? Nee, macht er nicht. Einer ist runtergefallen. Ja, tatsächlich, mit dem Wappen sogar. Ah, interessant. Wenn ich jetzt ganz lustig bin, behaupte ich jetzt einfach, ich habe da oben einen Bogenschützen im Turm sitzen. Quasi. Er schießt zwar nur auf mich, ist okay. Aber es sitzt einer da. So, ansonsten hier soweit. Jetzt ist die Frage, wie ich diese Treppe hier baue. Glaub so. Ah, jetzt muss ich nur gucken, wo wird ungefähr die Mitte sein. Das könnte gut die Mitte sein. Positioniere mich mal kurz hier. Ja, das habe ich gut getroffen. Und dann will ich hier diese Stelle treffen. Das heißt, hier muss auch nochmal ein Block hin. Macht gerade vielleicht noch nicht den Sinn, aber wird es gleich ja so. Okay, und dann kommen hier Stufen und Treppen und so weiter hin. Okay, okay, okay. Dann ist die Frage, wie weit ich hier noch rüber gehe, aber ich glaube tatsächlich ungefähr so könnte das cool aussehen. Aha, genau, dann baue ich das alles so weit runter. Hier soll eine coole Treppe entstehen. Die Blöcke müssen, glaube ich, weg hier alle. Und dann hier unten ist ja dieses Hafengebiet. Kann man das so nennen? Ich hoffe es. Irgendwie so soll das dann aussehen. Werden. Wie auch immer. Ja, das war auf jeden Fall die Spitzhacke. Ja. Ja gut, könnte man auch zentraler machen. Obwohl zentral, ja doch, ist, kann man glaube ich beides dran. Und dann soweit. Ah, ich hole mir auf jeden Fall mit die Werkbank weiter mit vor. So, das einmal so und einmal so. Top. Okay. Und das mit dahin. Und eine Spitzhacke. Hoppala. So. Stark. Heißt für mich im Endeffekt, der Plan ist, dass hier dann Stufen sind, Stufentreppen. Ich versuche es mal ein bisschen zu erläutern. So und, so gar nicht. So rum nicht. Ach, so rum. Und hier auf Treppen zuläuft. Das soll ja alles noch Sinn machen. Okay, das hier so, dann kann ich das hier an Fläche eigentlich ausgleichen. Gleichen wegreißen, wie auch immer. So, jawohl. Weiß ich zumindest, dass das hier auch alles noch weg muss. Die Frage, ob ich diesen Hügel dann nutzen werde oder nicht. Ah, das ist auch noch so. In der Macherei. So, das hier auch einmal so. Bis hier hinter muss ich es ja eigentlich schon fast ausbauen. Ist okay, gut. Erleuchtung, schwieriges Thema. Okay, aber ansonsten passt es ja schon einigermaßen besser. Hier ist auf jeden Fall dieser Treppenweg nach unten. Den ich auch noch ein bisschen hübscher ausbauen werde, aber mit Blick auf die Uhr bedanke ich mich auch erstmal wieder bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Schaltet auch gerne morgen wieder ein. Bis dahin, ciao, ciao.